Da ist Eisen. Jetzt können wir mal die Rohstoffe hier so nach und nach abgrasen. Oben ist noch Kohle, aber die können wir lassen. Da haben wir noch mehr Kohle, die kommt mit. Vielleicht findet sich aber was Schönes darunter. Ich habe ja gehofft, dass wir ein paar Abgänge hier finden. Dass wir da ein bisschen tiefer kommen und auch genug Gold oder beziehungsweise Diamanten sogar vielleicht finden. Dass die Mine selber überflüssig wird. Das Gold lassen wir hängen, da habe ich keinen Bock, in den Wasserlauf ranzugehen. Da oben ist Gold. Da müssen wir hin. Erstmal hier das Eisen mit. Oh, hier haben wir mehr Gold. Ui. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Du bleibst ja erstmal sitzen, bevor du mich runterschubst. Das würde ja gar nicht gehen. Schweine ab. So, neue Fackeln braucht das Land, würde ich mal sagen. Kurz was essen. Da oben ist noch mehr Gold. Wissen wir ja schon, wo wir wieder hin müssen. Holz, Holz, Holz. Da habe ich es hingelegt. Gut. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja. Interessante Aufstiege gibt es teilweise dann. Da ist das Gold. Wow, mit dem Gold kommen wir wirklich eine Weile schon mal. Oh, noch mehr. Der Aufstieg hier hat sich gelohnt. Ich glaube, ich hatte noch was gesehen, aber nee, das war nur Eisen. Nur ist gut. Das holen wir uns jetzt auch nochmal, wo wir schon mal hier oben sind. Das war eine falsche Stelle. Und der ist unten, der ist auch unten, den holen wir uns gleich ab. Das Eisen lassen wir hinten hängen. So, Hundi, du kommst wieder mit. Da haben wir auch das Eisen wieder. Das ist soweit alles erkundet. Noch irgendwas übersehen? Oh ja, hier das Eisen. Geht ja gar nicht. Kann man ja gar nicht so einfach hängen lassen. Fackel erstmal hier wieder hin. Da auch eine hin. Da ist noch Kohle. Wieso habe ich die einzelne Kohle stehen lassen? Das ist doch gar nicht wahr. Da gehen wir nicht lang. Wir gehen mal wieder hier lang. Da ist ein Creeper. Und mich interessiert was anderes. Interessant, was ich gerade versuche.
Aber ich versuche den Wasserlauf hier ein bisschen abzustecken. Abzustoppen. So, da ist noch einer. So, den erstmal gestoppt. Ah, da sind noch zwei. Den machen wir ganz zu. Hier haben wir noch eine Schlucht, das ist schön. Ah. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich will. Das sieht klasse aus. Oh, ich finde, das sieht richtig klasse aus. Auch die Monster, die da drin sind, sehen klasse aus. Oh, das ist mal richtig geil. Oh, jetzt müssen wir nur den Wasserlauf irgendwie erstmal stoppen. Nachdem wir die Spinne hier platt gemacht haben. Der Lauf ist erstmal gestoppt. Wow. Gut. Eins am anderen. Den krieg ich so leicht nicht gestoppt. Ich glaube, da oben waren wir sogar mal. Ist das krass. Also die Höhle müssen wir auf jeden Fall erkunden. Und die macht Freischwimmer. Der Hund ist ja auch dämlich. Gut. Der Hund ist zu dämlich. Erstmal eins am anderen hier ausleuchten. Ist das beeindruckend. So. Jetzt holen wir uns hier erstmal das Eisen. Gut, dass ich dann hinterher gesprungen bin. Da ist Gold, bin ja voll drüber weggelaufen. Schön. Gold.
Damit kommen wir eine ganze Weile hin. Jetzt brauchen wir genug Eisen noch. Also die eine oder andere Strecke können wir damit aufbauen. So, hier ist ein Abzweig. Schauen wir uns den erstmal an. Gut. Hier geht es sogar noch runter. Weißt du was? Und viel Spaß. Gut. Da ist nur Eisen. Achso, das Eisen wollte ich hier mitnehmen. Ne, das ist mir zu weit. Nein, nein, da war. So. Zack. Immer schön alles mitnehmen. Weil das viele Eisen werden wir für die Schienen brauchen. Deswegen werde ich mich jetzt auf Eisen, Gold und Kohle auch ein bisschen konzentrieren, also auf die üblichen Rohstoffe. Was haben wir hier? Eisen. Aber nichts Interessantes weiter. Gut. Dann machen wir mal eine Ausleuchtung rein. Zurück geht's in die Richtung. Kohle. Gut, da werden wir jetzt nicht weiter durchgehen. Wir werden die Haupthöhle dann oder diese Hauptschlucht da ein bisschen erkunden. So. Kohle kommt halt mit. Man sieht ja schon, was wir da so an Fackeln verbraucht haben. Es wäre unschön, wenn wir plötzlich out of Kohle sind. So. Dann gehen wir da rein. Nach oben wollte ich nicht, also bleiben wir hier unten. Gehen den Weg wieder zurück. So, hier ist noch mehr Eisen. Und da sind wir schon wieder an der Schlucht. Das steht auf Redstone. Bleiben wir erstmal hier oben, würde ich sagen. Schauen wir uns mal. Ja, du mich auch. Gut, das ist nur so ein Abzweig. So ein Abklatsch. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Jo, explodier mal. Da oben ist er. Gut. Sorgen wir mal dafür, dass wir ganz schnell wieder in Höhe gewinnen. Zack, zack, zack. Kommt irgendwas? Nein. So, jetzt holen wir erstmal dieses Skelett da oben runter. Das sieht wieder viel besser aus.
Also jetzt eins nach dem anderen. Jetzt holen wir uns erstmal hier das Eisen. Und dann sehen wir weiter zu, dass wir unten weiter klarkommen. So. Da ist es mir noch zu dunkel, das heißt, da gehen wir jetzt als nächstes hin wieder. So. Gut, Redstone. Schauen wir mal, was da unter ist. Aber wirklich, Redstone werden wir nicht brauchen. Zumindest nicht in den Massen zurzeit. Aber wir nehmen es trotzdem jetzt erstmal mit. Zumindest von hier. Gut, wir werden ziemlich weit oben gucken müssen, was wir da so finden. So. Hier ist ein Abzweig. Das ist auch ein Höhlenabzweig. Lava. Gut. Dank der Lava kommt da erstmal nicht so schnell was her. Ist hier irgendwas? Nein. Vorne ist das Eisen, was wir noch mitnehmen. Wir sagen, wir gehen erstmal die Richtung. War klar. Nicht zu lange warten, immer drauf da. So, da ist Gold. Den Lavastrom machen wir mal auch dicht. Wegende, gut. Kann das nur vom Vorteil da sein? Oh, Diamant. Diamanten. Nur einer? Natürlich ein bisschen schade, jetzt nur wegen einem Diamant. Ja, nur ein Diamant, schade. Oh, eine Fackel dahin, ist gut. Aber schon ziemlich tief zu sein, wenn ich mir so angucke, wie dunkel das ist hier. So, da ist Eisen. Das war Eisen. Also wir haben ja noch eine Spitzhacke. Brauche hier noch keine neue. Na, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Und immer schön mitnehmen das Eisen jetzt. Hier haben wir nochmal Kohle. So. Auf jeden Fall mit dem vielen Gold, was wir jetzt haben. Ich hoffe, dass wir überleben, wir auf dem Weg zurück. Mit dem Gold. Können wir schön Strecken bauen. Und natürlich mit diesem vielen Eisen auch. Da oben müssen wir noch ein bisschen weiter ausleuchten. Ist mir noch zu dunkel da oben. Da kommt ein Aufstieg hin. Zack, zack. 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 Gut. Wow, was für eine Höhle. So. Wow. Da eine Fackel hin. Da eine hin.
Da ist ein Minenschacht. Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Hier eine Fackel hin. Da machen wir mal einen Aufstieg. Oh jo, Minenschacht.